Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video die Klasse Farbe angesehen und haben festgestellt, sie ist sowohl ein Immutable Object, wenn man diese Klasse instanziert, da wir eben nur die Möglichkeit haben, im Konstruktor über die Parameter festzulegen, wie die Werte, also die Feldwerte sozusagen, eines Objekts dieser Klasse aussehen. Und nach der Instanzierung haben wir nur lesenden Zugriff auf diese Feldwerte. Und das bezeichnet man eben als Immutable Object. Wenn wir eben eine Farbe ändern möchten, müssen wir dazu ein komplett neues Objekt erstellen. Immutable heißt an diesem Punkt unveränderlich zur Lebenszeit des Objekts. Dann haben wir auch gesagt, Farbe ist eigentlich ein sogenanntes Value Object. Ein Value Object oder Werteobjekt auf Deutsch ist eben ein Objekt, das seine Identität aus den Werten seiner Felder zieht. Wir haben bei Object gesehen, dass die Standard Equals und GetHashCode Methoden eben mit der Adresse des Objekts arbeiten, um festzustellen, ob zwei Objekte gleich sind. Und wir haben damit das Ganze nach genau diesem Schema hier eben mit dem Hashset funktioniert. GetHashCode und Equals überschrieben, damit man eben andere Objekte versucht, über die Werte, die sie haben, auf die gleiche Identität sozusagen zu prüfen. Das heißt, wenn wir ein anderes Objekt haben, ist es egal, ob es eine andere Instanz ist oder nicht. Relevant sind die Werte für Rot, Grün, Blau in unserem Fall, die eben ausschlaggebend sind, ob zwei Objekte als gleich angesehen werden oder nicht. Und was wir uns in diesem Video anschauen wollen, ist das sogenannte iEquitable Interface. Das iEquitable Interface, das schauen wir uns mal kurz an. Das ist nämlich auch noch ein Interface, das bei der Überprüfung von Gleichheit im .NET Framework angesiedelt ist und auch von den Collection-Klassen, wie wir sie kennen, genutzt wird. Also, wie sieht dieses Interface aus? Das hat ebenfalls eine Equals-Methode, so wie sie eben Object bereitstellt. Allerdings haben wir hier eben nicht ein Object-Parameter oder ein Parameter vom Typ Object, sondern ein Parameter vom Typ T. Und was wir hier sehen, was ich bei Farbe gemacht habe, ist, ich habe dieses Interface beim Implementieren direkt aufgelöst. Besser gesagt, dessen Generic aufgelöst. Eben mit dem gleichen Typ, in dem ich dieses Interface implementiere. Und dann schauen wir uns mal an, was ich dazu schreiben muss. Natürlich muss ich hier dann eine Equals-Methode mit einfügen. Aber ich gebe hier eben direkt ein Farbobjekt über. Und was ich mir dann letztendlich sparen kann, wenn ich diese Methode statt dieser einsetze, ist dieser Cast hier. Was wir direkt machen können, ist eben, wir können hier überprüfen, ist diese Farbe eben null. Wenn das der Fall ist, dann gebe ich sofort false zurück. Und ansonsten, also ich nenne es hier vielleicht auch mal andere Farbe. Und ansonsten kann ich mir tatsächlich auch wieder dieses Code-Stück hier unten nehmen und direkt hier mit übergeben. Und was ich in der Equals-Methode der eigentlichen Überschreibung von Object mache, ist, ich leite bloß den Aufruf an diese obere Equals-Methode weiter, indem ich hier eben versuche, diesen Parameter als Farbe zu casten mit dem as-Operator. Was ist hier der Vorteil? Nun, wenn man dieses iEquitable Interface nicht in Klassen implementiert, sondern in Strukturen, also in Wertetypen, was Strukturen sind, schauen wir uns in einem späteren Video noch etwas genauer an. Aber man kann sich ja, wie ich schon mal in einem anderen Video erwähnt habe, daran orientieren, dass Klassen immer Referenztypen sind und
Wertetypen sind immer Strukturen. Und wir haben, Entschuldigung, andersrum, Strukturen sind immer Wertetypen. Es gibt noch andere Typen, die auch zu Wertetypen werden, die Numerationen nämlich. Nichtsdestotrotz, der Vorteil ist hier eben, dass wir, wie auch schon bei den Collections erwähnt, wir haben hier Typsicherheit. Das heißt, hier muss man direkt eine Farbe übergeben und das möchte man ja im Normalfall, wenn wir Equus auch aufrufen, eben haben, dass wir eben zwei Objekte desselben Typs vergleichen und nicht ein beliebiges anderes Objekt noch mit dazu nehmen. Und wir können hier dann eben sagen, dass wir auf einen Cast verzichten, also wir sind auch etwas performanter und natürlich umgehen wir auch das sogenannte Boxing-Unboxing-Problem, wenn sich hier dieses T bei iEquitable of T um einen Wertetyp handelt. Ist jetzt hier nicht der Fall, eine Klasse ist immer ein Referenztyp. Nichtsdestotrotz nehmen wir dieses Beispiel hier mal weg. Und wir bauen uns eine Liste, eine Farbliste sozusagen. Und da füge ich jetzt eben die Farbe beispielsweise mal grün ein, damit wir mal was anderes haben. Und einmal einen schicken Blauton. Und was ich hier jetzt machen kann, ist, dass ich eben mal beispielsweise die Funktion Contains aufrufe und frage mich, ob eben dieses Grün auch enthalten ist. Und was hier natürlich sofort ins Auge fällt, wenn wir dieses simple Beispiel anschauen, ja natürlich muss dieses Grün ja enthalten sein, ich habe es ja hier hinzugefügt. Und wir schauen uns das auch nochmal genau an. Wenn wir hier eben dann auf die Konsole schauen, dann sehen wir eben, hier wird True ausgegeben. Das heißt, das hat offensichtlich funktioniert, obwohl wir halt für Grün hier ein Objekt erzeugt haben und nochmal hier. Und das ist ja eben das Typische an Value-Objects. Es ist vollkommen egal, welche Instanz von Grün, sobald zwei Objekte den gleichen Grün oder die gleichen Farbwerte haben für RGB, gelten sie als gleich. Und dass iEquitable of T eben so eine vorherrschende Stellung auch im .NET-Framework unter den Collections hat, möchte ich jetzt zeigen, indem ich diese beiden Methoden hier einfach mal auskommentiere und wir tatsächlich bloß noch die Implementierung von Equals in iEquitable of, Entschuldigung, die von iEquitable of T vorgegebene Equals-Implementierung haben. Die Überschreibung von Object Equals eben auskommentiert, genauso GetHashCode, also diese beiden sind gerade nicht aktiv. Und jetzt ist natürlich die Frage, funktioniert dieses Contains immer noch? Und wir werden sehen, dass das trotzdem der Fall ist. Wir sehen hier eben, wir kriegen immer noch True, auch wenn ich die beiden anderen Methoden, also GetHashCode, was man eigentlich erwarten könnte, vielleicht wird GetHashCode bei Contains mit eingesetzt, ist aber nicht immer der Fall, wie wir sehen. Also es reicht auch aus, iEquitable of T zu implementieren, um für bestimmte Methoden, wie beispielsweise eben die Contains-Methode, aber es gibt auch andere Methoden wie IndexOf oder Remove, wo man eben Objekte übergibt, für die ein bestimmter Wert zurückgegeben werden soll oder die aus einer Collection entfernt werden soll. Und die Collection muss eben selbstständig nach der Stelle suchen, an der eben das übergebene Objekt liegt, so wie eben jetzt hier
by contains. Hier muss es ja wirklich durch die Collection durchlaufen. Gut, hier findet er gleich an der ersten oder an der nullten Stelle das entsprechende Objekt. Aber er muss quasi selbstständig erst durch die Collection durchgehen und vergleichen, passt diese Farbe mit einer bestehenden Element in meiner Collection. Stimmt diese überein? Genau das wird dann eben innerhalb der Contains-Methode gemacht. Und wir sehen eben, wenn wir iEquitable of T implementieren, dann funktioniert das Ganze genauso. So, was aber üblich ist, wenn man Value Objects erstellt, ist, dass wir eben hier die Equals-Methode von Object überschreiben, dass wir aber die eigentliche Arbeit in der Equals of iEquitable of T-Methode machen. Und wir leiten diesen Aufruf hier bloß weiter. Und dann haben wir eben zusätzlich noch die GetHashCode-Methode natürlich implementiert, um dieses Value-Object sozusagen von allen Seiten abzudecken. Und was man eben noch zusätzlich machen kann, das haben wir uns auch schon in einem vorherigen Video angeschaut, ist, dass man den ist gleich und den ungleich ist gleich Operator überlädt, damit man eben nicht nur sagen kann, wenn wir uns jetzt diese Instanzen mal festhalten, das hier direkt rausziehen. So. Was man dann eben auch machen kann, ist mit dem ist gleich Operator den nutzen, um eben zwei Werte miteinander zu vergleichen. Und man sieht ja schon, mein Code-Unterstützungstool sagt, Vorsicht, hier wird tatsächlich zwei Referenzen miteinander verglichen, weil wir eben diesen Operator ist gleich noch nicht überladen haben. Und genau das machen wir jetzt eben in der Farbklasse nochmal. Also wir brauchen eine static bool Function, die eben Operator ist gleich heißt. Und man kriegt hier eben eine Farbe, erste Farbe und eine Farbe, zweite Farbe. Und wenn man das macht, muss man eben genauso den Operator ungleich ist gleich, wie wir schon in einem vorherigen Video gelernt haben, überladen. Und was man hier üblicherweise macht, ist eben erste, oh, hier habe ich mich verschrieben, dass wir eben hier die erste Farbe mit eben genau diesem Operator, den wir hier überladen, vergleichen und gucken, ob dieser, oder wir negieren diesen Wert. Das kann man ja auch mit dem Ausrufezeichen machen. Okay. Also das erste, was wir hier machen müssen, ist eben vergleichen. Ist die erste Farbe gleich null? Wenn das der Fall ist, müssen wir eben auch schauen, ist die zweite Farbe gleich null? Warum? Die Logik von diesem ist gleich Operator soll eben sein, wenn hier jeweils null angegeben wird, dann soll true zurückkommen. Ist aber eins null und das andere nicht, dann ist es immer false. Deswegen mache ich hier diese Überprüfung. Wir sehen hier aber an der Seite schon, Vorsicht, du machst hier einen rekursiven Aufruf. Und man muss hier eben verstehen, Vorsicht, wir können jetzt nicht mehr innerhalb der Überladung vom ist gleich Operator mit ist gleich hantieren. Das resultiert nämlich einfach darin, dass wir uns rekursiv aufrufen. Was wir hier einsetzen können,
Um das aufzulösen, ist die Reference Equals Methode von Object. Wenn wir das aufrufen, sind wir in einem anderen Klassenkontext, wo eben dieser ist gleich Operator nicht überschrieben ist. Und dort kann wieder überprüft werden, sind diese beiden Objekte, also zeigen wirklich beide Werte hier auf einen Null-Pointer oder auf eine Null-Referenz, um genauer zu sein. Und das muss ich dann natürlich auch bei der zweiten Überprüfung einsetzen. So, wenn das aber funktioniert hat, dann kann ich eben einfach, also sobald ich weiß, die erste Farbe ist sicher nicht null, kann ich eben hier einfach equals aufrufen mit der zweiten Farbe. Und wir landen dann eben direkt hier oben in dieser equals-Methode. Und das sind eben die Punkte, die man bei Value-Objects machen sollte. Das heißt, sobald Sie möchten, dass sich eine Klasse wie ein Value-Object verhält, das heißt, dass sie ihre Identität über die Feldwerte, die sie hat, bestimmt und nicht beispielsweise über ein einziges Feld-ID, was der Klasse zugewiesen wird, oder über die Speicheradresse, wie es eben standardmäßig in der Basisklasse Object implementiert ist, dann sollten Sie eben folgende Schritte befolgen, die wir jetzt in diesem Video und im letzten Video gemacht haben. Also das erste, was wir machen wollen, ist iEquitable of t in unsere Klasse implementieren, weil wir eben hier durch diesen Aufruf uns einen Cast sparen, und ein Cast kann ziemlich wichtig sein, wenn wir beispielsweise eine Collection mit 100.000, 200.000, 500.000 Objekten haben, in der eben eins gesucht wird. Das ist jetzt in unseren relativ simplen Beispielen natürlich nicht wirklich performance-relevant, aber wenn wir eben, wenn ein Objekt gesucht wird und es ist das vorletzte der Collection, das heißt, wir müssen auf alle vorherigen Objekte immer einen Cast anwenden, wenn wir Equals aufrufen, dann kann das durchaus einen Performance-Einfluss haben. Deswegen implementieren wir iEquitable of t. Wenn wir das gemacht haben, also das können wir ja auch nochmal kurz durchgehen, wir überprüfen, ob dieser Parameter hier null ist und vergleichen dann alle Feldwerte miteinander, ob diese eben den bestimmten Kriterien hier entsprechen. Wenn wir das gemacht haben, können wir Equals von Object überschreiben, weil manche Framework-Elemente von .NET eben noch auf diese Equals-Methode setzen. Was wir hier machen, wir leiten einfach an diese iEquitable of t Equals-Methode weiter, indem wir den Parameter zur Farbe casten. Ja, und als letztes überschreiben wir eben getHashCode sowie über die Überladung der Operatoren ist gleich und ungleich ist gleich. Und das sind eben alle Schritte, die man machen muss, um ein Value-Object zu bekommen. Denken Sie dran, Value-Objects sollten auch Immutable Objects immer sein. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden uns im nächsten Video eine weitere Value-Object-Klasse anschauen, die eben eine Adresse, und werden dann uns mal genauer darüber Gedanken machen, müssen wir denn eigentlich immer diese sämtlichen Methoden, die ja irgendwie repetitives Codeschreiben bloß sind, immer implementieren in eine neue Klasse? Oder gibt es da auch Möglichkeiten, dass wir uns diese ganze Schreibarbeit, also die beiden Methoden muss ich ja eigentlich sogar noch mit dazu nehmen, dass wir uns diese ganze Schreibarbeit hier sparen können? Ja, und ich sage erstmal Danke, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.